Darf ich trotzdem, René, dich einmal bitten und du sagst mir, wenn es nicht geht. Ich würde gerne mal sehen, wie du mit denen läufst. Na, absolut. Das ist wirklich, das ist wie Schwanensee mit Hunden, Ballett in Perfektion. Und du, ich weiß nicht, gucken, wie du das machst. Klasse aussieht, ja. Du hast eine Körpersprache oder eine Ausstrahlung, die ich eben nicht habe. Meiner hampelt rum, ich stolper über die Leine, er rennt vorweg. Du hast der Kater kennengelernt. Ja. Was machst du richtig oder was könnte ich lernen? Also zum einen sieht es nicht am Anfang so aus wie jetzt. Also man führt mit dem Hund Gespräche, manche Hunde brauchen etwas deutlichere Gespräche. Wir können gern dabei laufen. Ich laufe hinter dir her oder wie mache ich das? Oder ich bleibe in der Mitte stehen? Wir können nebeneinander bleiben. Ja? Also mir ist egal, auch gerne stehen bleiben. Let's go! Genau, also manche Hunde, da reicht es wirklich, wenn man mit Blicken mal streng guckt, mal freundlich guckt in den richtigen Situationen. So, jetzt mache ich hier so einen Bogen, wenn das geht. Ist das toll. Ist das toll. Komm, Derek. Und wie gesagt, die leben ja nicht zusammen. Warum versucht jetzt keiner von den Rüden der Rudelchef zu sein, weil du die Chefin bist? Also erstmal ist das nicht zwingend geschlechterabhängig. Also die Frauen erfüllen in der Hundewelt eine sehr wichtige Rolle tatsächlich. Okay. Also die nach mir die ranghöchste ist, das ist die mit dem blauen Halsband. Das ist meine eigene Hündin. Okay. Verstehe. Und also mit der habe ich die meisten Diskussionen, ob sie sich in Situationen einmischen sollte oder nicht. Das ist Lulu. Ah, Lulu. Ja, du. Also Lulu ist sozusagen nach dir die Außenministerin. Okay, genau. Verstehe. Die mich hoffentlich immer nach meiner Meinung fragt. Und dann, pass auf, und dann läufst du mit denen und du läufst ja nicht unbedingt durch den Park. Ich sehe dich oder sehe die Dogwalker auf Straßen. Ihr macht Stopp an Ampeln. Ja, also ich muss sagen, ich vermeide das hier in Mainz in der Stadt rumzulaufen, auf Straßen. Vor allem, weil da geht es halt auch viel einfach. Die Leute wollen schon nicht, dass die Hunde auf die Straße Pipi machen. So. Ja? Und deswegen gehe ich lieber in den Wald, da habe ich meine Ruhe. Machst du aber gut. Wir könnten das alle. Also ich denke, die könnten das leisten. Ja. Aber genau, wenn du den jetzt könntest du auch anfassen jetzt. Dann würde ich dir auch wieder empfehlen, in die Hocke zu gehen. Okay. Und wer dann kommt, genau, geh einfach ruhig mal runter. Wer dann kommt, ist gut. Ja! Genau, und wenn die Hunde weggehen, darf man das denen halt, also was macht man eigentlich bei allen Tieren gleich? Wenn die Hunde weggehen, dann sagen sie, okay, ich möchte jetzt nicht. Guck mal, und wenn sie mir jetzt das Bein ableckt? Ja, du darfst sie, solange sie in deinem Bussis? Raum ist, darfst du sie anfassen. Sind das Bussis oder merkt sie einfach, dass ich schwitze? Nein, sie sagt, ich bin eine Nette und das du auch eine Nette und ach, können wir nett miteinander nett. Sein. Das sind meine ersten Bussis heute. Ach, bist du eine Nette. Die so blauen fein. Hunde legen sich da hinten in den Schatten. Ein Feini, gell? So eine Liebe. So, und das heißt, René, das ist dein Job. Genau, also ich hole die ab, wir fahren in den Wald. Hier haben wir ja eins, zwei kleinere Wäldchen oder ans Gewässer. Also mit Gemäßer meine ich hier bei uns den Gonsbach, den großen Gonsbach. Und, und wir haben den Rhein, komm. Ja, natürlich, aber ja, da ist viel los. Ja. Und wir bevorzugen wirklich, wo es ruhiger ist. Und dann laufen wir im Winter wirklich Strecke. Also da laufen wir in einer Stunde bestimmt 5,5 Kilometer. Ehrlich? Ja, also da geht es wirklich dann, da kann man auch gut Hunde eingliedern. Also da könnten wir den Kater sehr gut eingliedern. Ja. Weil wenn die Strecke laufen, und ich mache es jetzt hier nicht, weil es einfach gerade ein bisschen warm ist. Ja, ist es. Wenn man Hunden was beibringen will, ist immer gut, wenn sie traben müssen. Dann sind die schon mal beschäftigt. Aber wir haben dich und du hast genau gesagt, wie wir es machen. Also die Beschallung ist aus, wir sind auf der Wiese, es ist total zu trinken. Ja. Es ist Schatten, alles gut, alles gut. Ja, worauf sollen meine Zuschauerinnen und Zuschauer, die aus welchen Gründen auch immer es eben nicht schaffen, tagsüber genug zu gehen mit dem Hund, achten, wenn sie sich für einen Dogwalker entscheiden? Und das ist auch die letzte Frage. Also woran erkennt man einen guten Dogwalker? Guck mal, guck mal da, ist das niedlich? Das ist wenn süß, meine Kameraleute sich schockverlieben in große Hunde. Ist es lieb? Ja, also was wichtig ist, ich würde immer darauf achten, wie sieht das Bild aus, wenn der Dogwalker mit den Hunden die Straße läuft. Mach nochmal, ich will es nochmal sehen. Wenn die Hunde vorne sind und die Leine auf Spannung, würde ich meine Hunde dann nicht hingeben. So. Jetzt, wir gucken uns nochmal René an. Aber es gibt auch Kollegen, die Hunde trotzdem im Griff haben. Das, bei René mir würde das nur nicht funktionieren. René ist sozusagen die Maya Plisetskaya, die prima Ballerina der Dogwalker-Lauf. Ich gehe, guckt mal. Warum? Und schon läuft das ganze Rudel mit. René, ich danke dir sehr, sehr, sehr. Danke auch. René Leising aus Mainz, Dogwalker. Super. Größte Verehrung. Vielen Dank, René. Danke. Danke auch. Dankeschön. Super habt ihr das gemacht. So, jetzt machen wir eine